Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start, heute mit der 11. bereits in FIFA 17 Ultimate Team, nachdem ich die Serie erst letztens wieder angefangen habe. Ich habe richtig Spaß daran, euch scheint sie auch richtig zu gefallen und was Besseres gibt es doch gar nicht. Ist so ein bisschen, erinnert mich zumindest an die Spieler-Reviews von früher, die auch viele von euch gefeiert haben. Ist ja schon eine lange, lange Zeit her, dass ich die wirklich in der Art und Weise gemacht habe. Damals noch orientiert an Pokémon Itani, beziehungsweise an Itani, wenn man den noch kennt. Ich weiß gar nicht, ob der noch Videos macht. Sehr, sehr geile Zeit auf jeden Fall gewesen und jetzt fühle ich mich so ein bisschen dahin zurückfallen. Was auf jeden Fall sehr, sehr chillig ist und ich hoffe, dass es euch genauso gefällt wie die alten Reviews. Wenn es der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Heute würde ich mich sehr darüber freuen. Es ist die 11. Episode, die 12. kommt auch noch diese Woche. Ihr habt euch nämlich gewundert, Max, wie kann es denn sein, dass du in deine Spielerauswahl, wo wir abstimmen können, welchen Spieler wir sehen wollen bei Deal With, nicht Lars Stindl reinnimmst? Leute, ganz ehrlich, als ob ich den nicht mache, also wirklich, wer von euch kennt mich denn jetzt wirklich so schlecht, dass er geglaubt hat, dass ich den ehemaligen Hannoveraner Kapitän nicht bei Deal With benutzen würde? Schämt euch. Ihr müsst besonders ein Like auf dieses Video da machen, um es wieder gut zu machen. 600 Likes ist die Episode bei Draxler. Schaffen wir es diesmal wieder. Würde ich mich extrem darüber freuen. Wir haben auch wieder einen coolen Spieler. Und zwar diesmal einen Stürmer idealerweise wieder. Der so ein bisschen auch nostalgischen Faktor hat. Kommen wir aber gleich zu. Videobeschreibung auschecken. Links zu IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points und Microsoft guten PSN Guthaben. Mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu ein Merchandise könnt ihr auch sehr, sehr gerne auschecken. Würde ich mich darüber freuen, wenn der oder andere sich noch zum Teil der MGT Army macht. Und Instagram und Twitter. Auch ganz, ganz wichtig zu folgen. Vor allem, wenn ihr wissen wollt, was die nächsten Monate und Wochen so abgeht. Ich habe nämlich einige geile Trips vor. Mittlerweile sind es schon 4 Urlaube mehr oder weniger. Und dazu noch mein, ja, quasi England-Trip. Ich gehe nach England im Sommer. Für diejenigen, die es nicht wissen, würde auf jeden Fall auch noch kommen. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Abonniert den Kanal, wenn es nicht getan hat, denn hier seht ihr die Videos davon. Wir kommen zum Team, liebe Freunde. Und so sieht es aus. Luis Muriel ist unser Spieler, ihr habt es bereits im Thumbnail gesehen. Subasic im Kasten davor, Young Gambiva und Nkulu, Meunier und Clichy im Mittelfeld, Dembele, Fellaini und Nainggolan, die belgische Dreierraute. Und dann haben wir vorne drin Luis Muriel. Mohamed Salah? Heißt er Mohamed? Gottes Willen. Er heißt Mohamed Salah, Gott sei Dank. Und Dries Mertens. Sehr, sehr geiles Team auf jeden Fall. Mertens hat mir ja extrem gefallen bei Subcreativity. Die Serie kommt demnächst auch wieder, keine Sorge. Dazu Salah, der extrem schnell ist und sehr, sehr gute Werte hat. Und Muriel, ja, um den geht's heute. Er ist relativ schlecht im normalen Ultimate Team. Seine Informkarte hat plus 6 bekommen. Das ist schon ordentlich, würde ich mal behaupten. 80 Shooting, 91 Tempo, 87 Dribbling, 70 Physis und dazu 72 Passen. Forster Skills und Weak für perfekte Arbeitsraten für einen Stürmer. Kostet momentan, weil momentan noch Donnerstag ist, noch 78.000 Münzen. Aber passt, denke ich mal. Denn er war früher, in FIFA 13 war es, glaube ich, mit Ibabo einer der overpoweredsten Stürmer aller Zeiten. Unglaublich gut. Mal sehen, wie er sich jetzt machen wird. Mal sehen vor allem, ob unser Gegner damit dealen kann, gegen den wir jetzt spielen. Es wird wahrscheinlich wieder keine Weekend League für mich geben, außer ich muss da noch ein Team bauen, was 4 Sterne hat und oh, das ist doch schon wieder nervig. Was soll sowas? Ich verstehe das nicht. Warum Restriktionen am letzten Tag vor der Weekend League Qualifikation? Nervig. So, ersatzweise spielen wir in Liga 1 und zwar gegen Dufisch Alda und der hat dieses krasse Team mit Budland, Smalling und Walker, das heißt, wir haben verloren. Bonucci, dem Serie A-Spieler des Jahres 2015-2016, weil das der Saison oder ich habe keine Ahnung. Alexandro Kedira, Fernandinho, Parolo, Higuain, Dybala und Aguero. Das ist halt schon übertrieben geil. Muriel hat übrigens gute Stats, aber keine überragenden für einen Stürmer. Er hat natürlich extrem viel Tempo mit 91, 87 Dribbling dazu. Das sieht schon sehr, sehr stark aus. Man muss aber sagen, nur 78 Abschluss, dazu 84 Schusskraft, Entschuldigung. Positioning ist, meine ich, gar nicht so hoch, 82. Dazu 76 Longshots, also die Werte sind okay. Aber halt nichts Überragendes. Ich hoffe, die Arbeitsraten und die Overpowered halt werden ein bisschen regeln. Aber es ist Liga 1, das heißt volle Konzentration und wahrscheinlich wird das X. Oh, ich dachte, das wäre das 1-0. Nainggolan zieht mit dem rechten Fuß da ab. Das war schon mal ein sehr, sehr schöner Konter. Dummerweise ist Muriel nicht ganz ideal gelaufen. Und ich weiß nicht, was unser Kollege Innenverteidiger da macht, dass er sich so scheiße postiert. Aber vielleicht können wir jetzt daraus direkt das Kapital schlagen und den nächsten Angriff durchziehen. Wieder Mertens. Sehr, sehr schön. Oh, schade, dann kommt Walker dazwischen. Dumm spekuliert. Ich dachte, er wäre im Abseits, er war nicht im Abseits. Perfekter Pass im perfekten Zeitpunkt und Dybala ist die beste Karte im FIFA 17 Ultimate Team und dementsprechend macht er auch das Tor. Subasic ohne Chance. Perfekter Pass, ey, Mann. So, von Muriel haben wir bisher noch gar nichts gesehen. Vielleicht ja jetzt mal seine erste Aktion, zumindest mal ein Pass. Der kommt schon mal an auf Dries Mertens. Berberspin, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber das Ding ist, er hat keine Anspielstation, und zwar überhaupt keine. Aber setzt sich hier gut durch und es gibt einen Freistoß. Ich weiß nicht, ob Muriel die kann. Ich gucke mal nach rechts. Nein, absolut nicht. Aber vielleicht haben wir ja irgendwen. Oh, ich wusste, dass die Ecke gut kommen würde. Gott sei Dank erstmal abgewehrt, aber das muss nichts heißen. Lässt bloß keinen Fehler mit dem Kulu machen. Ich habe übrigens noch nie, oh, dieses Jahr gegen Aguero gespielt. Das heißt, vielleicht ist der noch besser. Und es deckt Dembele, der im 16er verletzt. Also noch besser als Dybala, meine ich natürlich.
den besten. Ich muss natürlich auch noch mit Aguero spielen, um das beurteilen zu können. Aber jetzt kommt Dybala und Gott sei Dank erstmal nicht das 2-0. Vielleicht aber die Kontersituation bei Mertens. Jetzt ist wieder Muriel nicht ganz da, aber er ist zumindest mal auf dem Weg nach vorne. So, und jetzt haben wir ihn am Ball. Ne, das ist Salah. Da ist Muriel. Okay, Doppelpass auf Außen mit Thomas Meunier. Wieder zurück auf Muriel. Schöner Berbers. Schöner Scoop-Turn. Das war irgendwie ein ziemlich unplatzierter Schuss. Also er macht hier einiges, ne? Er bewegt sich auch gut und so, aber das Position, er stand gerade halt wieder so, dass man ihn nicht anspielen konnte. Das ist ein bisschen ärgerlich auf jeden Fall. Das große Problem ist auch, dass seine Offensive, also die meines Gegners hier, den Vorteil hat, dass wenn sie am Ball ist, meistens was passieren wird oder zumindest kann, weil Dybala, Aguero und Higuain natürlich totale Granaten sind. Bei mir ist das so relativiert von Salah, ich bisher noch gar nichts gesehen, jetzt ist er mal wieder am Ball. Muriel ist auch nicht der allerkrasseste Stürmer, wie wir bereits festgestellt haben. Und Mertens ist halt gut, aber auch kein Weltklasse-Stürmer. Muriel mit Efe war zumindest mal ein interessanter Versuch. Und jetzt Muriel mit der Chance. Muriel mit der Chance im 16er gehalten von Butland, wie ich es gesagt habe. Das ist ja sowieso mein Nemesis-Spieler. Aber vielleicht können wir diese Ecke jetzt hier nutzen, weil Fellaini steht da perfekt eigentlich für diesen Eckball. Nein, Golan bringt den rein. Fellaini ist da. Fellaini kommt aber nicht ganz ran. Was ist das denn? 1,94 groß und kommt nicht an den Kopfball, weil Smalling dazwischen geht. Also das war natürlich gerade mal eine Chance, die man normalerweise nutzen muss. Butland ist aber halt auch ein guter Keeper und sein Finishing ist halt nicht sonderlich hoch. Wir sehen die Stats, oder habt ihr gerade ganz, ganz kurz gesehen, ein bisschen mehr Schüsse. Ich weiß nicht, wie Ballbesitz aussieht, ich habe nur auf die Schüsse geachtet. Aber es ist was drin. Dafür, dass ich vor allem noch nie mit diesem Team gespielt habe, vor allem in der ersten Liga auch noch dazu. Mit dem Team, mit dem ich nicht eingespielt bin, an dem Tag, an dem ich nicht eingespielt bin, weil das mein erstes Spiel in Ultimate Team ist. Ah nee, Quatsch, mein erstes Lied, das stimmt gar nicht. Aber trotzdem nicht schlecht. Nein, Golan, jawoll, ich liebe den Kerl einfach. Der ist dieses Jahr auch sowas von gut. Schöner Schuss, so ein bisschen auch... Snapchat? Echt? Oh, ein bisschen außer Drehung. Und ja, dann sitzt er. Innenpfosten rein. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Weiß gar nicht, wer die Vorlage gemacht hat. Aber das ist natürlich, hey, da kommt selbst ein Butler nicht mehr ran. Der sitzt perfekt. Gut, Ausgleich. Wieder alles auf Null. Oh, Alter, nee. Das ist halt ein richtig bescheuertes Gegentor. In jeglicher Hinsicht. Ich muss ihn hier stoppen und dann der Pass und dann durch. Boah. Okay, soviel zum Thema alles auf Null. Macht er einmal kurz ernst, in Anführungsstrichen. Weiß nicht, ob er ernst gemacht hat. Und dann steht es direkt wieder. Oh Gott, war das schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Da reg ich mich ja nur drüber auf. Ach du meine Fresse. Wie kann man denn... Natürlich bezeichnen, dass Alexander mit rechts das Tor macht, ne? Und dass Younger den vorher... Gott. Das Stellungsspiel von Muriel, das ist halt einfach scheiße. Er steht hinter den Männern, der war auch schon so auf dem Abseits. Das ist halt wirklich belastend, weil er hat 82 und hochgeringe Arbeitsrate. Normalerweise sollte der zumindest das Stellungsspiel ein bisschen drauf haben, aber bisher leider Gottes überhaupt nicht. Salah ist weiter total unauffällig, vielleicht jetzt mal mit einer guten Aktion. Nee, er lässt sich komplett einfach wegdrängen, aber Gott sei Dank haben wir ja Nain Golan. Mal sehen, was der jetzt bewegen kann. Schöner Pass auf Muriel. Oh, direkt auf den Mann. Also wirklich direkt auf den Mann. Den kann man zumindest mal ein bisschen in eine lange Ecke platzieren. Sollte man zumindest erwarten können. Jetzt Dembélé mit der Flanke. Ja, die kommt scheiße. Ah, sie macht sich Dribbling. Aber da legt er sich leider Gottes den Ball ein bisschen zu weit vor. Der Pass war definitiv nicht so geplant. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier jetzt nicht natürlich komplett auskontern lassen. Ich stelle zwar noch nicht auf Offensiv. Oh mein Gott, fahr halt automatisch deinen Fuß aus. Immerhin hält Subasic stehen. Guckt euch das an, das ist so einfach. Ich lasse mich hier halt echt vorführen. Zumindest in der Defensive. Mapu und ein Kulu sind auch irgendwie nicht so das Innenverteidiger-Duo, was ich mir vorgestellt habe. Ich dachte, die könnten relativ overpowered sein. Jetzt spielt er hier genau das Spiel, was ich so liebe. Mann, Alter. Ich werde hier komplett auseinandergerupft. Ohne irgendwelche Chance, was dagegen zu machen. Das ist genau mein Spiel. Die kurzen Pässe, das schöne Kombinationsspiel, den Gegner ein bisschen verarschen. Das kotzt mich jetzt an. Aber es ist verdient, gar keine Frage. Der spielt wirklich gut. Er ist ja auch in Liga 1. Sollte man auch erwarten können, dass er zumindest ein bisschen was drauf hat. Aber vielleicht klappt ja zumindest ein Tor. Pfosten. Wieder so ein scheiß Stellungsspiel. Von Ku... Das ist doch nicht wahr. Das ist doch einfach nicht wahr. Boah, ist das scheiße.
Das ist so schlecht. Das Stellungsspiel von Kulu war schon scheiße. Und was Mapu hier macht. Gottes Willen. Das Spiel ist eh verloren, davon mal ganz abgesehen. Eigentlich wollte ich nur in Muriel noch ein Tor machen. Ich glaube, dass niemand das was werden wird. Ah, immerhin halt mal den Elfmeter. Ja, immerhin etwas. Zumindest eine positive Szene hier. Ich lasse mich hier so vorführen. Das ist unglaublich. Da muss man sich auch schon für entschuldigen, weil das so schlecht ist. Vor allem so schlecht verteidigt. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Ja, Alter. Okay, bei ihm klappt aber halt auch wirklich alles. Hier, auch das Tackling ist eigentlich gewonnen von mir, aber Dybala bleibt trotzdem am Ball. Also bei ihm klappt alles, das ist gar keine Frage. Ich will nochmal gelb-rot haben. Das ist so schlecht, dieses Spiel von mir. Da muss man sich wirklich schon verschämen. Da kann man auch keine Ausrede finden. Der Kerl deutlich besser als ich, gar keine Frage. Erste Halbzeit habe ich ja noch gut mitgehalten, da war ich besser eigentlich. Oh, das ist aber auch, da kann ich überhaupt nichts gegen machen. Da kann ich nichts gegen machen, es tut mir leid. Der läuft einfach durch und meine Spieler stehen da und vor allem die CPU-Steuerung auch, als ob da nichts wäre. Guck dir das mal an. Hier, ich kann ja nicht alle gleichzeitig steuern. Das ist ganz verheerend, was ich hier mache. Aber gut, auch so eine Episode muss bei Deal With ja irgendwann mal geben. Frage ist nur, kriegen wir Muriel zumindest noch mal eine Abschlusssituation? Ne, kriegen wir nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Und dann ist Schluss. Oh Mann, Alter, das war ein richtig beschissenes Spiel. Ah, da muss ich mich erstmal von erholen. Das war, den müsste ich eigentlich abstoßen, ganz ehrlich. Ganz, ganz schwache, ganz, ganz miserable Vorstellung. Muriel, ja, und der Gegner, übermächtig. Leider Gottes übermächtig. In der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit, wie gesagt, da war ich überlegen. Zweite Halbzeit, das war gar nichts. Nichts, null, nada, niente. Muriel, ich weiß nicht, was er für eine Bewertung hat. Schauen wir mal nach. Dürfte nicht allzu hoch sein. 7,5. Salah war richtig scheiße, das stimmt. Aber ich habe Muriel auch nicht viel besser gesehen. Also, kommen wir mal zum Fazit. Ich habe jetzt, wie viel bezahlt? 48.000, glaube ich. Das ist er nicht wert. Auf keinen Fall. Er hat nur 78 Shooting. Dazu, er ist einigermaßen gut zu verlinken. Er spielt in der Serie A als Kolumbianer. Das geht noch. Aber halt auch nicht ideal zu verlinken. Er ist recht schnell, aber du brauchst irgendeinen bulligen Stürmer neben ihm, also musst Doppelspitze spielen. Sein Abschluss ist halt nicht gut. 78, das reicht normalerweise nicht für einen Stürmer. Als Flügelspieler wäre er in Ordnung. Als Flügelspieler wäre er richtig gut, glaube ich. Aber als Stürmer, nee. Kann ich ihn euch nicht weiterempfehlen. Das war eine Episode von Deal With, die absolut nicht funktioniert hat. Gut, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.